Natürlich Paella. Ja, ich denke einfach, dass das Programm wirklich sehr, sehr interessant ist. Es soll was Großes aufgebaut werden in Würzburg und das war sehr interessant für mich. Und natürlich die Nähe zu meiner Familie ist mit 1,5 Stunden, 2 Stunden ganz easy zu erreichen. Und deswegen, das war auch natürlich wichtig, dass man da ein bisschen Sicherheit hat für Familie in Deutschland und so. Und natürlich, ich denke, ich kenne Dirk schon lange. Wir haben unsere Vergangenheit, wo wir zusammen schon gespielt haben, Nationalmannschaft und in München. Und deswegen, das waren alles Faktoren dafür, dass ich mich dafür entschieden habe. Gut, also ich muss zugeben, ich habe jetzt noch nicht so viel mitbekommen. Ich habe ein bisschen die Spiele verfolgt, heute ein Training gehabt und alles super Jungs. Also wirklich, wurde herzlich aufgenommen. Eine unglaubliche Teamchemie zu spüren und das habe ich jetzt schon in der ganz, ganz kurzen Zeit schon gemerkt. Ich kenne viele Leute von der Mannschaft, natürlich die Deutschen, Kretschmer Launcher kenne ich schon aus damaligen Zeiten, wo wir gegeneinander gespielt haben. Cliff Hammonds haben wir im Finale die Deutsche Meisterschaft gegen Berlin gespielt. Also es sind keine Unbekannten dabei und es freut mich, dass ich dabei sein kann und ich hoffe, ich kann dem Team sehr gut helfen. Ja gut, FIBA Europe Cup natürlich, erstmal müssen wir uns dafür qualifizieren und dann sollten wir schon das Final Four anpeilen. Klar, ich bin eigentlich bei Zielen auch stabil eher tief, aber wir müssen schon auch mit Selbstbewusstsein reingehen und ohne Angst. Und in der Bundesliga wollen wir natürlich in die Playoffs. Hoffentlich im Halbfinale oder im Finale um die deutsche Meisterschaft und hoffentlich dann mit einem Titel gewinnen. Ja, wie gesagt, hallo Würzburg, ich freue mich, dass ich da bin. Ich hoffe, wir haben eine geile Saison zusammen. Lasst uns gemeinsam reinhauen. Auf geht's, Würzburg.